Hier am Start bei dem Rappies mit mir, dem Chris, zu einem neuen Video und letzten Video mit den Hybridmannschaften von Low Budget, mittleres Budget und extrem reichen Budget, vielleicht sogar in Richtung erstes Team von uns, Dream Squad, man weiß es nicht genau. Wir gehen rein, auf geht's! Wir sind einen leichten Ticken höher von den Ratings gegangen mit dem Low-Budget-Team. Wir haben uns Hybrids rausgesucht von Overall. Natürlich, dass es zur Position passt. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir 4 mega krasse Teams für euch zusammengebaut haben. Da würde ich mich vorab über jeden Kommentar von den Teams für euch bitte, 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 bitte extrem freuen, weil in den Hybrid-Teams wirklich was Krasses aufzubauen ist extrem schwer und für die Weekend League meistens die beste Alternative. Wir starten. Wir gehen vorne mit dem 82er Wadi, weil da muss man auch in dem Low-Budget-Team für die Weekend League einfach mal reinglotzen. 88 Pace, 81 Schuss, 75 Physis, ist der immer noch eine absolut geile Alternative im Sturm und wird einigermaßen für den Preis zu haben können. Auf der linken Seite haben wir den schottischen Landsmann, alles klar. Ah ja. Liga-Kontrahenten, Mr. Fraser hinein, 90 Pace, 83 Dribbling und gute ausgeglichene Schuss- und Passwerte, denke ich, machen ihn zu einer guten Alternative auf dem linken Wing. Rechts haben wir St. Maxime, den kennt ihr wahrscheinlich aus einem anderen Video, wieder mit hineingebaut, weil der einfach zu krasse Werte hat. 93 Pace und 86 Dribbling mit einem einigermaßen Pass- und Schusswert, denke ich, dass der wirklich eine sehr gute Alternative in einem Low-Budget-Team wie die Weekend League sein wird. Deswegen berechtigterweise hier am Start. Wir haben natürlich die Franzosen gesehen, geliebt und natürlich mit eingebaut. Wir haben in der Mitte, steht in Doble, zu krasse Werte, 80 Pace, 87 Dribbling, gute Defensivwerte, gute Passwerte, nicht zu ersetzen in diesem Hybrid-Team. Links haben wir Sissoko, der eigentlich eine overall gute Karte hat mit fast nur 80er Werten und einer 89er Physis. Rechts der filigranere Gegenpart, Auer, der mir wirklich sehr gut in der Team of the Season Karte letztes Jahr gefallen hat. Denke ich, wird das feine Füßchen den richtigen Pass zum richtigen Moment spielen, genau können. Deshalb ist er hier in den Hybrid-Team mit einem 81er Rating am Start. In der Defensive bin ich in die Bundesliga in der Innenverteidigung gegangen, da ich wirklich sagen muss, diese zwei Karten sind sehr günstig wahrscheinlich zu haben und sehen sehr gut aus. Die von Red Bull Salzburg, Konate und Mukiele, krasse Karten, gute Pace, gute Defensivwerte und glaube ich eine sehr, sehr gute Alternative. Links haben wir Mondi eingebaut, mir gefallen die Defensivwerte und vor allem die Pace und mit einem 80er Rating in einem Low-Budget-Team, denke ich, ist er gut dabei. Rechts haben wir in der Serie A den Malcuit eingebaut, der in der Overall-Betrachtung mit einem guten Dribbling und einem guten Passwert seine Pace und Defensivwerte sehr gut ergänzt. Und dann haben wir den Neuzugang von Real Madrid, vom PSG, Areola mit am Start, der ein gutes Upgrade bekommen hat und die Werte bis auf den Speed sehr gut aussehen und ich denke, wird sehr gut performen. Wir haben sehr viele Ligen zusammengemischt, überwiegend natürlich auch wegen der französischen Nationalität und denke ich, sieht sehr nice aus und lässt sich wirklich gut spielen. In der mittleren Variante sind wir natürlich wieder auch crazy in die verschiedenen Ligen reingegangen. Wir bauen von hinten auf, wir haben Hugo Lloris drinnen mit einem 88er Rating. Ich denke, für ein mittleres Budget wird am Anfang wahrscheinlich ein bisschen teurer sein, aber ich denke, der wird sich im mittleren Budget auf jeden Fall einpendeln. Kombiniert mit Lengel, der wirklich ein krasses Upgrade bekommen hat und 75 Pace und gute Defensivwerte mit sich bringt. Gepaart mit Nelson Semedo, der mit Pace und einem 81er Dribbling gepaart auch mit den guten Defensivwerten eine gute Performance hier abliefern wird. Links gehen wir in die Bundesliga mit Hernandez, den Neuzugang von Bayern, der 81 Pace mitbringt und wirklich sehr gute Defensivwerte. Mit meinem österreichischen Freund David Alaba und im 3 Goretzka, denke ich, ist es im mittleren Team wirklich eine geile Alternative zu spielen. Hinter den Spitzen, ne, haben wir keinen weniger wie Robert Firmino, der mit einem 87er Dribbling hier genau richtig aufgekommen ist, um die pacelastigen Leute mit Lucas, Son und Gabriel Jesus perfekt in Szene zu setzen. Gepaart mit dem wirklich krass defensiven Part Fabinho, der bis auf die Pace eine biestige Karte mit dabei hat und wirklich hervorragend in das mittlere Budget-Team passt. Das ist mehr, wie gesagt, Weekend League Charakter und wenn wir diese Mannschaft so vortreffen, beziehungsweise die uns auf uns treffen wird, denke ich, kann man einiges Gutes reißen. Wie gesagt, über euer Feedback würde ich mich hierzu sehr, sehr freuen. Im hohen Charakter, in der 4-1-3-2,
gehen wir mit folgendem Hybrid. Wir haben natürlich vor nicht zu verachten Cristiano Ronaldo und die quirlige Variante als Sturmduo Gomez. Dahinter der argentinische Kollege Dybala und Vereinskollege von Ronaldo. Auf der linken Seite sind wir mit Douglas Costa geblieben. Rechts haben wir natürlich in das Argentinier-Dreieck Messi eingebaut, der wirklich sehr, sehr gut hier reinpasst. In Kombination mit De Jong, der eine absolut krasse Sechserkarte hat. So, links gehen wir in der Verteidigung mit Marcelo, der bis auf die Pace-Werte immer noch, glaube ich, die krasseste OP-Karte oder das linke Verteidiger. Eder Militao, die 79 Pace mit 81 Defense und 81 Physis. Schauen wirklich sehr krass aus und passt perfekt in der Chemie in dieses hochgeratete Hybrid-Team. Im Tor haben wir Alisson am Start, gepaart natürlich mit Van Dijk, der in der Innenverteidigung in einem teuren Team nicht fehlen darf. Und Trent Alexander-Arnold mit einer sehr geilen Karte und abschließend, dass Mr. Van Dijk auf die Chemie kommt. Sehr, sehr gute Ergänzung in diesem Team. Das nächste Team, ich muss mal kurz zwei, drei Sätze vorher verlieren, ist mehr in die Richtung unseres Dream Squads, das wir vielleicht in FIFA 20 am Pay-to-Win-Account spielen wollen würden. Gerne. Deshalb in der 4-2-2-2 OP-Variante wollen wir vielleicht mit diesem Team durchstarten. Wir beginnen mit hinten Alisson im Tor. Die Ausführung, dass er letztes Jahr eine krasse Saison hatte und gute Upgrades bekommen hat, verdienterweise in der Kiste bei uns drinnen. De Gea, wie gesagt, mit dem Downgrade nicht so interessant. Alisson, selbsterklärend. Kombiniert mit Capita, das ist die kleinste Variante dieser Karte. Die anderen Varianten sind alles rechte Verteidiger. Aber 82 Pace, die überkrassen Dribbling- und Passwerte mit Kombination von selbsterklärenden Defensivwerten, heftig ohne Ende für ein 87er Rating. Kombiniert mit Van Dijk, denke ich, wird es eines der krassesten Innenverteidiger-Gespanne in FIFA 20 werden, vor allen Dingen zu Beginn. Rechts haben wir wieder Cancelo mit am Start, der mit Van Dijk gut agiert, und links haben wir uns für Alexandro entschieden, da er trotz des Downgrades immer noch in der Overall-Betrachtung eine absolut krasse Performance hat. In der Mitte haben wir Kanté und Alan. Der eine ist in der Serie A, der andere in der EPL. Die Sechsen schlechthin mit diesen Werten, selbsterklärend, denke ich, ist für jeden nachzuvollziehen. Links gehen wir mit Paulo Dybala, der auch einen Downgrade bekommen hat zwar, aber immer noch overall eine überkrasse Karte mit 90 Dribbling besitzt. Vorne mit seinem Teamkollegen Cristiano Ronaldo wahrscheinlich hervorragend agieren wird. Und in der rechten Seite, meine Lieben, gibt es für mich die eine, also ich denke, die spielbarste Karte aktuell in FIFA 20, Kylian Mbappé. Die Werte sind unnormal. Unnormal, unmenschlich. Und dahinter Baby Zidane. Ich denke, es wird die krasseste Kombi werden in FIFA 20. Und die Meinungen interessieren mich am allermeisten. Ich hoffe, wir können mit diesem Team in FIFA 20 in erste Weekend League gehen, aufgrund des hoffentlich erfolgreichen Packlucks und natürlich vielen Pulls in den Packs. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn wir so starten können. Deshalb vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, über eure Kommentare, über eure Dream Squad. Würde ich mich natürlich extrem freuen. Däumchen wären Träumchen und wir sehen uns beim Pack Opening. Macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao.